Ja, mein Name ist Walter Buggisch, ich bin Leiter des Fortbildungsinstituts der Bayerischen Polizei in Einring hier. Genau, und in dieser Funktion bin ich heute als Polizeiführer auch vor Ort, um diese ganze Aufgabe hier, diesen ganzen Einsatz zu koordinieren. Also das ist eine Übung, die wir einmal im Jahr machen normalerweise. Und zwar ist es eine Flugzeugabsturzübung. Es wird simuliert, dass ein Flugzeug abgestürzt ist, beziehungsweise heute, dass zwei Flugzeuge abgestürzt sind. Geübt wird auf dem Gelände des ehemaligen Klärwerks in Einring. Sinn der Übung ist, verschiedene polizeiliche Aufgaben im Zusammenhang mit solchen großen Schadenslagen zu trainieren. Aktuell sind drei Übungskomponenten hier vorhanden. Das ist zum einen mal die Sachbearbeitung der Kriminalpolizei bei Flugzeugabstürzen. Da geht es wirklich darum, herauszufinden, was ist passiert. Es ist das Ganze, der Tatort, der Ereignisort zu bearbeiten und so weiter und so fort. Das wird durch eine Komponente beübt. Die zweite Komponente ist ein Presseseminar, das bei uns zurzeit stattfindet in Einring, die die ganze Pressearbeit im Zusammenhang mit großen Schadenslagen üben. Das dritte Seminar, da geht es um die Opferbetreuung, um Angehörigenbetreuung. Auch das wird anhand dieser Übung hier von den Kollegen in der Praxis ausprobiert. Also der erste Angriff erfolgt durch Kräfte der Feuerwehr vom Flughafen in Salzburg. Mit denen haben wir schon eine langjährige Kooperation. Die natürlich für die ist es eine wichtige Übung, das mal auszuprobieren, wie das ist, wenn so ein Flugzeugabsturz dann stattfindet. Von der Feuerwehr, ich denke, das werden so ungefähr 20, 30 Einsatzkräfte sein. Von der Polizei selber sind die Übungsteilnehmer, Kriminalpolizei, Presse und so weiter und so fort, das dürften etwa 100 Kollegen sein. Dazu kommen natürlich noch eine ganze Reihe von Mitarbeitern des BPFI, die hier vor Ort dann beispielsweise Telefonanrufe einspielen und ähnliches. Wir haben natürlich eine ganze Reihe von Übungsbeobachtern von der Bundeswehr, von Feuerwehren, von Flughafen Salzburg beispielsweise, die die ganze Übung heute anschauen. Also wir machen diese Übung einmal im Jahr, eben um die Jahreszeit, damit wir einigermaßen üben können. Die letzten Jahre hat das aufgrund Coronas natürlich nicht stattgefunden. Die letzte Übung war 2019. Wir fangen jetzt heuer wieder an, dass wir genau diesen sehr, sehr schwierigen Teil für die Einsatzkräfte üben. Wir hatten in Bayern in der Vergangenheit immer wieder große Schadenslagen. Ich erinnere an das Bahnunglück in Bad Aibling oder im letzten Jahr das Bahnunglück bei Garmisch-Partenkirchen. Auch da stellen sich Problemstellungen, die von den Kollegen regelmäßig geübt werden müssen.